Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Return of Link hier im Wüsten-Dungeon mit dem Skelett, was direkt in einem drin spawnt. Das heißt, ich habe das erste Herz schon mal richtig fair verloren. Kann ich jetzt nicht einfach die Stacheln schubsen, ey, ganz im Ernst. Doch bestimmt irgendwie, komm. Boah, das ist so ein Scheiß. Vor allem, weil dieser Kampfraum auch immer so klein ist. Wieso triffst du mich, du dummes, dummes Spastenteil, ey? Ist das nervig, wirklich. Man kann hier gar nicht gescheit kämpfen, weil das einfach nicht funktioniert mit diesem blöden Schild. So. Ja, jetzt gegen die Gehohen, gegen die keine Leben verlieren. Komm, die sind übelst easy. Oh, kein Schild gegen. Ja, am besten mit dem Dinger kämpfen hier. Das ist effektiv. Ja. Down da, ey. So, jetzt schaffen wir es aber hoffentlich. Die Typen machen halt auch nochmal richtig viel Schaden, wenn sie einen treffen. Aber mit dem Schild kann man sie eigentlich nicht mit dem Schild, sondern mit dem, ja, okay. Kann man sie ganz gut besiegen. Das war der Gegner, den ich im letzten Part, gekillt hat. Also fast geschafft hatten wir es. Aber ja. Gut, dann schauen wir doch mal, was denn hier die Belohnung dafür ist, dass wir uns hier so hart gekämpft haben. So, wow, nicht runterfallen, bitte. Das ist auch hier wieder so, ne? Wenn du einmal runterfällst, nicht nachher kommst, alles nochmal von vorne spielen. Und diese ganzen Skelette spawnen natürlich auch neu. Auch diese komischen goldenen da. Die 10 Milliarden Hits einstecken. So, wartet. Was gibt's hier? Ah, das war quasi der Zwischenboss. Okay, das ist halt wenigstens, warum es so schwer war. Aber wir haben die Krafthandschuhe bekommen. That's awesome, weil mit denen können wir nämlich, jetzt ganz schön viel machen. Ich bringe mal kurz hier runter, weil da unten sieht es aus, als ob man lang gehen könnte. Ja, kann man auch. Ich will natürlich noch wissen, was sich hier befindet, ne? Ist klar. Gar nichts. Ach so, okay, hier ist es tatsächlich fair gemacht. Weil wenn man hier runterfällt, dann ist es quasi der Rückweg zur Rettung. Also er hat jetzt hier nicht überall Stacheln hingemacht, sodass man instant stirbt. Sondern er hat zumindest das einigermaßen fair gemacht. Naja, immerhin etwas. So, dann müssen wir bestimmt diese Blöcke da hinschieben, genau, und dann geht hier auf. Ja, das wiederum finde ich hier ganz cool, ne, mit diesem Steinschieben. Ich meine, das ist jetzt kein Rätsel oder so, aber es ist einfach, ich finde es ein ganz nettes Design-Element. Ah, der spawnt natürlich auch jedes Mal wieder neu. Und den ersten Hit kriegen die immer free. Immer, jedes Mal kriegen die den ersten Hit free. Richtig fair. Ja, was ist das jetzt hier? Hä, ich kann den nicht wegschieben. Hm? Ich kann den nicht wegschieben, ne? Also ich hau da drauf rum. Drück auf die richtigen Tasten, aber es passiert nichts. Okay, dann habe ich aktuell keine Ahnung, was das soll. Und den Goron spawne, Freunde spawnen auch wieder. Okay. So, hier müssen wir jetzt bestimmt, ja genau, die Trigger alle auslösen, das heißt, die Blöcke entsprechend in die Löcher schieben. Und dann ist euch ja aufwenden. Ah, okay, jetzt kriegen wir Glowstone ein bisschen. Genau, uns fehlt ja noch 8 Stück, müssen wir, glaube ich, sammeln. Ich glaube sogar, dass da dann da der Boss sein könnte. Oh, habt ihr mich erschreckt. Hä, wie jetzt? Die spawnen schon wieder. Ey, ich hab die doch gerade schon besiegt, weil ich gestorben bin. Wie oft spawnen die eigentlich? Also, ist echt ein bisschen lächerlich, oder? Dass sogar die immer wieder respawnen. Das heißt, er hat hier nicht mal Memory Trigger hingemacht, sondern ganz normale Trigger. Das ist echt übertrieben. Sorry, aber das ist einfach nur dumm und unnötig und frustend. So, so ein Kratz jetzt bitte ab und lass mich in Ruhe. Den Dungeon bitte weiterspielen. Sterb endlich! Endlich. So. Ja gut, den habe ich noch nicht besiegt. Der ist jetzt halt auch wieder gespawnt. Ich weiß jetzt nicht, ob es hier gab es da. Ich glaube, da gab es gar keine Stellen mehr. Ich glaube, hier gab es tatsächlich nichts mehr zu finden. Ach ja, aber da hinten gibt es jetzt was. Und zwar was richtig Tolles. Das werde ich bestimmt einen Zeitraffer machen müssen. Weil ich das nicht so schnell hinkriegen werde. Das ist so eine komische Schieberätselgeschichte. Das habe ich früher schon übelst gehasst als Kitty. Da hatte ich sowas auch.
Gott, ich habe sogar fast hinbekommen jetzt. Es ist schon eklig, aber man muss halt in der richtigen Reihenfolge und so. Ich mag das eigentlich nicht so. Aber ich hab's jetzt, glaube ich. Ja, ich hab das. Oh, okay. Noch ein Glowstone. Das ist echt schwierig, ja. Das ist schwieriger, als es aussieht. Ach, hier ist sogar die Anleitung gewesen. Okay. Es ging. Also diese kleinen sind machbar, aber wenn man schon 3 Kreuz 3 ist, fies. Und ja, ich find's okay, wenn man das ein bisschen rumrätselt. Für ein Secret finde ich, ist es okay. Weil da kann man ruhig ein bisschen rätseln für ein Secret. Aber wenn es Pflicht ist, finde ich nicht so gut. So. Ich weiß jetzt gar nicht, ob hier noch was war. Ich habe schon wieder vergessen. Egal, wir machen erstmal weiter. Okay, wir haben wieder ein paar Koronen und ein paar Skelette. Aber zum Glück nicht die, die 10 Milliarden Leben haben, sondern die normalen. Alter, chillt auch. Die Groben machen halt leider extrem viel Schaden, also eigentlich sollte man sich eher nicht treffen lassen von denen. Wo wollt ihr hin, wenn ich fragen darf? Okay, ich dachte, die wollen jetzt das Skelett angreifen. Hätte ich sehr begrüßt. Aber machen sie leider nicht. Okay, das ist einfach ein stranger Raum. Was haben wir hier? Nochmal eine Fee. Wir hatten schon lange keine Feen mehr, ja, das stimmt. Wir haben jetzt nicht mal die Hälfte. Oh, okay. Ich bin das Doppelte von 3. 6 oder was? Ah, wir haben mal an den Anfang des Dungeons geworfen, wie fair. Das Doppelte von 3 ist 6. Oder sehe ich da gerade was falsch? 3 mal 2 ist meiner Meinung nach immer noch 6. Dann weiß ich nicht, was der Hallo-Blue hier von mir will. Also es gibt schon Fälle in der Mathematik, wo es Doppelte von 3 nicht 6 ist. Aber ich glaube kaum, dass er das hier meint. Und wenn, müsste er mir sagen, was er meint. Ich bin das Doppelte von 3. Ja, meiner Meinung nach immer noch 6. Kann das jetzt ewig ausprobieren, weil 3x2 ist halt 6. Da kann mir der Blue erzählen, was er möchte. Und zumindest über die reellen Zahlen, was nochmal unser Grundkörper ist, den wir betrachten. Ich probiere jetzt einfach alles aus, ist mir wurscht. Der Weg ist halt zum Glück nicht so weit. Die Spasten hier können mich mal. Ich weiß nicht. Also sagt mir in den Kommentaren gerne, warum 3x2 nicht 6 ist. Aber meiner Meinung nach ist 3x2 6. Der Blue erscheint das anders zu sehen, finde ich schade. Oh. Okay. 3x2 ist anscheinend 8. Okay. Interessante Sache, Lord Blue. Musst du mir mal erklären, warum? Ehrlich, was ist das? Warum? Hier steht, ich bin das Doppelte von 3. Und 8 ist richtig. Das Doppelte von 3 ist halt 6. Also ich versuche zu verstehen, was er hier genau gemeint hat. Achso, er meinte wahrscheinlich, die andere Hälfte wird ergänzt. Aber das ist trotzdem, das ist doch mega dumm. Vor allem, weil er übelst oft mit Matheaufgaben kommt. Und dann ist, meint er jetzt hier plötzlich nicht Mathe? Also, ich weiß nicht, das ist ein bisschen. Ich meine, es ist schon klar, dass er einen in dieses Fettnäpfchen, in diese Falle mit der 6 reinreiten will. Aber, ja. Ich finde, der macht seine Aufgabenstellungen oft überhaupt nicht eindeutig. Mein 6 ist auch eine richtige Antwort auf das Rätsel. Also, das ist echt ein Problem bei ihm. Das ist mir schon öfter jetzt aufgefallen. Auch damals bei dieser Spiegelung. Oder was da? Doch, mit vorne und hinten. Also, seine Bezeichnungen sind oft nicht eindeutig, ja? Also, so Doppelte von 3 ist 6. In dem Sinne, aber auch im anderen Sinne. Also, es ist beides richtig. Und ja, deswegen. Ja, macht noch engerer Raum. Bei denen ist es zum Glück egal. Aber ja, das finde ich bisher ein bisschen blöd bei seinen Rätseln, muss ich sagen. Also ich finde, Rätsel müssen eindeutig gestellt sein. Man muss eindeutig wissen, was gemeint ist. Ansonsten ist es irgendwie blöd. Ja. So. Okay, wahrscheinlich muss jetzt hier drüben auch nochmal so einen Typen besiegen. Jo. Ersten Hit kriegt er wieder free. Zweiten auch. Aber diese Skelette, ich weiß nicht, die kriegen den ersten Hit wirklich immer free. Außer die greifen einen zuerst an. Aber wenn man sie angreift, auch wenn man ein Schild in der Hand hat, dann treffen sie den ersten Hit immer.
Manche können sie auch noch freeze, aber komm. Okay, ist hier noch irgendwas Fehlmäßiges? Ne, ich sehe nichts. Dann komm her. Und du auch. Und dann haben wir es geschafft. Ja, Mann. Okay, hier brauchen wir einen Key. Den habe ich nicht. Aber vielleicht kriegen wir ihn ja hier unten. Schauen wir doch mal nach. Okay. Mal Dullis, die mich irgendwie trotzdem treffen, obwohl ich sie schlage. Interessant. Dun, 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 dun. Okay. Ich wollte gerade sagen, ihr wart kein Problem, aber jetzt kommt schon ihr und ihr nervt ein bisschen. Ihr seid eigentlich auch kein Problem. Ihr bedauert nur ewig, weil ihr 10 Milliarden Leben habt. Eigentlich finde ich die einzigen wirklich fiesen Gegner bisher diese Spinnreiter, die viele Leben haben, weil dann greift die Spinne die ganze Zeit an und der Typ schießt dich ab. Das ist halt fies, wenn man nicht so viel, also wenn die viele Leben haben. Ansonsten, wenn sie wenig Leben haben, kann man sie schnell killen und dann war's das. Aber wenn sie 1000 Leben haben, dann muss man halt, ja, geht es nicht. So. Okay, hier muss jetzt irgendwo so ein Block versteckt sein. Aber wo? Das ist die Frage. Oh, schaut mal, ich war gerade unterwegs zu dem einen Raum. Auf dem Weg dahin habe ich aber hier noch das gesehen und das, ja, gibt eine Fee für uns und auf der anderen Seite auch noch. Ja, okay. Das ist mir gar nicht aufgefallen, wenn wir erstmal da runtergehen. Okay. Denn, jetzt bin ich, kann ich eh weitermachen, ich wollte hier offline kurz zu diesem Raum hinlaufen. Aber uns fehlt ja irgendwie noch was und in diesem Raum war bisher irgendwie noch gar nichts. Vorhin bin ich da drauf getreten und es ist nichts passiert. Da wurde ich schon wegdeportiert. Ja, ich probiere einfach weiter aus, würde ich sagen. Oh, das schien richtig gewesen zu sein. Ist okay, da ist sogar ein Key drin, ne? Das ist schon mal nice. Boah, ich habe zu viel Stuff, ey. Was brauche ich denn nicht? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Okay, diese Totenschädel brauche ich nicht. Ich meine, ich schmeiße hier quasi Rubine weg, das weiß ich, aber... Was soll ich machen? Okay, aber das heißt, wir haben schon mal einen Key. Mit dem kommen wir jetzt zumindest da hinten weiter. Was ich nach wie vor nicht verstehe, ist, warum ich diese Blöcke hier nicht ziehen kann. Weil irgendwie, warum sind die dann da? Hm, komisch. Okay, ich würde sagen, ich cutte ganz kurz und dann sehen wir uns sofort wieder, wenn ich danach, ja, zurück bei dem Raum von gerade bin. Also bis gleich. So, da wären wir wieder. Da vorne ist schon der besagte Raum. Beziehungsweise halt hier brauchen wir einen Key und ich habe jetzt einen Key und das sieht gut aus. Und das sieht schon wieder eklig aus hier. Und das ist hier Pflicht, ne? Also es ist nicht. Und es kommt oft, wie es aussieht. Aber genau das hatte ich in Erinnerung, dass es noch schlimmer wird. Okay. Okay, Leute, ich glaube, ich habe es jetzt. Ich probiere es mal kurz. Ja, wir müssen nämlich noch einfach einmal weiterdrehen, dann müsste ich es haben. So, einen Augenblick. Einfach noch einmal hier die Runde durchmachen. Jetzt wird es passen. Jawohl, das war richtig. Okay, ich muss sagen, an sich mag ich das Rätsel nicht so, aber es ist eigentlich doch ganz cool. Weil man kann sich schon einigermaßen mit Logik und so lösen. Ich meine, man muss halt immer schauen, wie kann ich die, wo kann ich die Lücke frei machen und wie sie rumschieben und so. Also es ist eigentlich gar nicht so schwer. Und gut machbar doch. Und das alles habe ich für eine Fee getan. Super. Aber da finde ich es eigentlich ganz cool, weil dann ist es optional. Und optional finde ich, ist es okay, wenn man es reinmacht. Ich meine, da muss man es nicht machen, aber die Leute, die gerne alles haben wollen, die können sich dann das machen. Und ich habe es trotzdem gemacht, obwohl ich es gar nicht hätte machen müssen.
Lell. Aber es hat eigentlich sogar Spaß gemacht, muss ich sagen. So, jetzt geht's hier weiter. Was geht jetzt hier ab? Fee erstmal. Wir haben jetzt ungefähr die Hälfte vom Dungeon geschafft, den Feen zufolge. Und nur den Feen, den ich natürlich übersehen habe, ne? Ach ja, schaut mal. Hier müssen wir jetzt diese Kisten rumschieben. Das kennen wir ja auch schon aus. Ich glaube, in Opposite Zeit war die Idee dran, ne? Fand ich da eigentlich ganz cool, die Idee. Auch hier finde ich sie wieder ganz cool. Aua, fuck, ey. Sollte, vielleicht die Sprünge nicht so weit. Nein, no! Fuck, jetzt habe ich verkackt. Oder auch nicht, wartet, ich habe doch die Tigerschuhe. Mit denen komme ich jetzt von hier aus bestimmt darüber. Ja, sehr gut. Trotzdem, zwei an die Stacheln gefallen. Das zieht natürlich extrem an den Leben. Und die Goronen, wie sie hier gerade jetzt wieder in Massen kommen, ziehen sie mir gerne ab. Das ist das Problem. Aber die geben eigentlich ganz gut Herzen. Ich finde diese Goronen-Gegner eigentlich nicht so schwierig. Dafür geben sie allerdings sehr viel Herzen. Das ist gut. Oh. Ja, fast full life wieder. Schön. Also im Grunde eine kleine Heilungsmöglichkeit. Okay, wir haben einen Key, das ist schon mal gut. Okay, jetzt können wir uns aussuchen, wo wir hingehen. Und was brauchen wir hier? Ein Key. Okay. Also im Grunde brauchen wir hier auch nochmal einen Key. Eine Türe der anderen Art. Kann man wahrscheinlich so sagen. Okay, was ist das hier? Muss ich hier das Zelda's Wiegenlied spielen oder was? Wartet. Das kriegen wir auch noch hin. Ja. Das macht irgendwas. Cool. Da finde ich wahrscheinlich. Oh, vier Feen sogar gleich. Das ist natürlich schön. Sehr gut. Aber nettes kleines Secret. Also das Wiegenlied muss man wohl drauf haben. Das braucht man öfter mal. Und wir kriegen als Belohnung einen Schlüssel. Wo bin ich denn hier? Keine Ahnung, diesen Raum haben wir glaube ich noch nicht gesehen. Aber besser so als andersrum, weil sonst würde ich mich fragen, wie man da hochkommt. Und jetzt war ich schon oben. Ich würde mich aber gerne noch hier umschauen, in diesem Raum. Jetzt erstmal noch zwei Feen für mich. Das ist schon mal super. Okay, ich scheine aber tatsächlich noch nicht darüber zu kommen. Na gut. Dann halt später. Was ist hier? Ah ja, schaut mal. Das ist dieser interessante Raum, den ich vorhin schon gesehen habe. Vom Weiten. Oder von oben, besser gesagt. Okay, jetzt gibt es wieder ein bisschen mehr Feen. Gerade gab es eher weniger Feen. Dafür gibt es jetzt wieder ein bisschen mehr. Finde ich gut. Ich dachte schon, jetzt gibt es gar nichts mehr hier, aber doch. Okay, was ist hier angesagt? Ach, ich muss mir merken, wo das ist, glaube ich. Okay, 1, 1, 1. Oh, ist schwierig. Das ist fies. Das ist echt fies. Ja, so ist es. Okay, habe ich irgendwelche Crap-Items? Das Gute ist, die kann man eigentlich werfen. Okay, das ist zu weit. Und dann sieht man nicht, wo man stehen kann. Okay, ich gehe mal hier an die Kante und jetzt war das, glaube ich, zwei weg. Da müsste es sein, ja. Okay, das war knapp. Aber wir haben es geschafft. Sehr gut. Ich aktiviere das hier mal, was auch mal das bringen soll. Aber klar, war auch klar, dass er in den Kampfraum kommt. Ich meine, es sah schon so aus. Hallo, kannst du mal auf mich zu treffen, du scheiß fetter Schleim? Oh, ich dachte, das war's, aber nein. Da kommen auch seine kleinen Brüder. Achso, die tanzen sich immer weiter auf. Wie es auch eigentlich in Minecraft, glaube ich, gedacht war früher. Aber die ganz kleinen, doch, die ganz kleinen kommen auch. Sehr gut. Weil die ganz kleinen sind nämlich die Lebensquelle. Die Herzensquelle, besser gesagt. Sehr gut. Okay, wir kriegen nochmal einen Leuchtstein. Das ist schon mal gut. Ich bin mir sehr sicher, dass es hier quasi kein Master Key gibt, sondern wenn man alle Leuchtsteine hat, dann hat man den Dungeon abgeschlossen. Boah, sofern. Weiß ich gar nicht, wie lange es auch überhaupt noch geht.
Ja, wie gesagt, den Fehlnacht zu urteilen ist jetzt wahrscheinlich schon relativ bald vorbei. Ich meine, noch ungefähr 10 Feen, denke ich, fehlen uns. Also wir haben jetzt 4/5 des Dungeons gesehen. Und das wiederum ist ja ganz gut eigentlich. So. Lass mir die ganzen Idioten hier besiegen. Gut, die Kleinen können sowieso überhaupt nichts. So sterben. Hohoho. Nee, aber jetzt haben wir auf jeden Fall alles gefunden, was Kies und so angeht. Das ist schon mal sehr gut. Und der Pirate ist schon wieder vorbei. Ja, so ein Ding aber auch. Gut, also dann würde ich aber sagen, beende ich den Part auch an der Stelle. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Werden wir dann den Dungeon vielleicht sogar abschließen können. Mal schauen, ich bin gespannt. Ich hoffe, ihr auch. Und dann schaltet ihr wieder in der nächsten Folge ein hier bei The Return of Link. Bis dann, haut rein.